17. Januar 1961. Die Abschiedsrede Präsident Dwight Eisenhowers. This evening I come to you with a message of leave-taking and farewell and to share a few final thoughts with you, my countrymen. We have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions. 3.5 million men and women are directly engaged in the defense establishment. The total influence, economic, political, even spiritual, is felt in every city, every state house, every office of the federal government. We recognize the imperative need for this development, yet we must not fail to comprehend its grave implications. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. Er war ein großer Präsident, ein großer militärischer Führer, der am Ende seiner zweiten Amtszeit sagt, bevor ich es vergesse, nehmt euch in Acht vor dem militärisch-industriellen Komplex. Jeder weiß, dass er diesen Ausdruck geprägt hat, aber man sieht nur sehr selten das Ganze und erkennt dann, wie ungeheuer scharf seine Warnung war. Es ist eine der tiefgründigsten Aussagen, die je von einem amerikanischen Präsidenten gemacht wurde. So wie George Washington vor außenpolitischen Verwicklungen gewarnt hat, hat mein Vater davor gewarnt, diesen militärisch-industriellen Komplex außer Kontrolle geraten zu lassen. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. Der Verteidigungshaushalt der USA übersteigt heute das gesamte restliche Budget. The President has asked Congress for $401.7 billion for fiscal year 2005. Our country spends more on defense than all of the other 18 members of NATO, plus China, Russia. From my standpoint, I think numbers almost are distracting.